Gehen in die TikToks. Okay, fangen wir an bei den Sachen, die ich geliked habe. Bro, du wusch Air Force. Air Force, einfach Air Force. Und den holst du auf Ski, Skischuhe und noch ein Gosche tue und machst auch Backflip ab. Wenn ich Air Force. Ist das Albanisch? Es ist Roche Due. Das hört sich an wie Albanisch. Kann ich ein bisschen Albanisch? Tashif Shanon, Skiptare, Banon, Kanon, Borstel, Bormaschin. Französisch ist das? Skischuhe drüber anziehen. Doch. Welche Skischuhe sind ja viel größer. Französen sagen auch doch. Macht das Sinn? Und die Cap, die musst du so. Guck's mal. So. So. Beste. Du musst das Käppli aber auch anders anziehen. Schau so. Ich weiß, welche Sprache das ist. Das ist Niederländisch. Weil das hört sich ein bisschen an wie Deutsch. Ich war direkt tot nach 5-mal Husten. I can't breathe. Rest in peace, George Floyd and fuck the police. Ey! Lincoln wurde erschossen. Ja! Luther wurde erschossen. Was? Dream, alle Waffen gehören verschlossen. Ha? Tupac wurde erschossen. Wer? Biggie wurde erschossen. Aha! X wurde erschossen. Was? Smoke wurde erschossen. Juice wurde erschossen. Ha? Im Krankenhaus gestorben. Ha? Ich wurde angeschossen. Ey! Überlebt und nicht gestorben. Ey! Ey! Wie gut ist dieses Lied? Also, hier ist Sarina. Hallo. Wer bist du? Moritz. Moritz was? Fischer. Okay. Wer ist, der heißt, nee, das heißt Mädchen aus dem Warum Raschmuffel? Hat sie gelacht? Was ist, wenn ich schwul bin? Nein. Lotta Krause. Okay. Warte, was? Warte. Ups. Nein. Lotta Krause. Was heißt Mädchen aus unserer Stufe? Was ist, wenn ich schwul bin? Nein. Yo! Sie hat gesagt, was ist, er hat gesagt, was ist, wenn ich schwul bin? Sie meint einfach nein. Das war ihre, was ist, wenn ich schwul bin? Nein. Lotta Krause. Okay. Okay, wer bist du? Lotta. Lotta was? Lotta Krause. Okay, wie ratest du Moritz von 1 bis 10? Moritz? Ja. Ja, schon so eine 11 von 10, ne? Ja, sehe ich auch so. Okay, also wir sind jetzt hier mit Maya Farone. Bro, ich schwöre auf alles. Ich könnte schwören auf alles, was ich habe. An meiner Schule hätte niemand meinen Namen gesagt. Niemand. Niemand hätte gesagt Hamed. Es ist einfach so. Es ist so. Keiner hätte meinen Namen gesagt. Kein einziges Mädchen. Wer ist der heiße Typ aus deiner Stufe? Oder Schule? Hamed. Aus meiner Stufe. Oder Schule? Clemens. Okay. Fuck Clemens! Scheiß auf dich, Clemens! Ich scheiß auf dich! Boah, immer Clemens! Du musst einfach nur Clemens heißen und dann kriegst du die Frauen! Es ist unkorrekt! Warum sagt ihr nicht Hamed oder Ahmed oder Hussein oder Hassan oder Jafar oder Wassam oder Wissam oder Nafri oder Haduli oder Hashmara oder Ibn al-Sharmut oder Shinduri oder Jafar oder Jassan oder Mohammed oder Ali oder Abdelbaker oder irgendwie so. Clemens! Okay, wir sind jetzt hier mit? Clemens. Clemens was? Das ist Clemens? Hochhalter. Okay, wie findest du Maya? Hochhalter? Ich wusste nicht, dass es ein Nachname ist. Hochhalter. Aaron von einer Skala von 1 bis 10? Guck, er schätzt es nicht mal! Er schätzt es nicht mal! Er geht einfach weg! Oh, Clara, hättest du einfach nur Hamed gesagt. Also, wir sind jetzt hier mit? Öpen. Vorname? Dück. Okay, lassen wir das. Wer ist der heiße? Das heißt du Mädchen aus unserer Schule? Noah. Okay. Also, wir sind jetzt hier mit? Lakaka. Yo! Er sieht aus wie Musti-Chat. Noah. Lakaka. Wie findest du Chrissy von der Skala von 1 bis 10? 11. Okay. Also, wir sind jetzt hier mit? Marie. Marie was? Was? Nachname? Jakob. Okay. Jo, das sind Mädchen, Chat. Das sind Mädchen. Wie heißt du? Marie. Mit Nachnamen? Was? Warum lachen die? Keiner hat einen Witz erzählt. Die lachen einfach. Marie. Marie was? Was? Nachname? Jakob. Es war nicht... Keiner hat irgendwas gesagt. Okay. Wer ist der heiße Typ aus deiner Stufe, Schule? Jakob. Also, wir sind jetzt hier mit? Jakob. Jakob, was? Tiefenberg. Wie findest du Marie von der Skala von 1 bis 10? 11. Super. Also, wir sind heute mit dem Geburtstagskind Vincent. Moin, moin. Vincent, was? Bro, haben wir einen Ausländer auf der Schule? Einen einzigen? Ich habe nicht einen einzigen gesehen. Es ist Dirk, Clemens, Moritz, Fritz oder wie er heißt? Es gab nichts. Was? Nachname? Klar, ist ein Ausländer! Hey! Let's go, Jack! Let's go!
gefunden! Wir haben ihn gefunden! Emmet! Okay, super. Wer ist heiße Mädchen aus einer Stufe Schule? Aus der Schule oder aus der Stufe? Beides. Ganz klar, Emilia. Okay. Okay, wir sind jetzt hier mit. Er wurde aber nicht gefragt, Chat. Er wurde aber nicht gefragt, obwohl er extra nochmal zurückgegangen ist. Er ist nur hin und her gegangen. Ich glaube, er wollte gefragt werden. Wurde er gefragt? Nein. Okay, wir sind jetzt hier mit. Maya. Maya was? Forst. Okay. Bitte, 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 bitte. Ein Mehmet oder ein irgendwie sowas. Also, wer ist der heiße Typ auf unserer Schule? Ich habe einen Freund. Wie heißt der? Nein. Wir sind hier mit. Nein, Sarina. Sarina was? Sarina. Komm schon, Sarina, bitte. Wer ist der hübscheste Junge aus unserer Schule? Bitte! Schule? Ja. Boah, Sofian. Sofian! Als ob Sofian! Als ob! Als ob! Es endet im Happy End! Ein Happy End, Chat! Sofian! Sofian, let's go! Let's go, Chat! Hä? Sofian. Okay, und wer ist der hübscheste aus unserer Stufe? Luis. Ich nehm das mit! Ich nehm das mit, Chat! Ich nehm das mit! Immerhin! Ein Sofian! Wen? Ausländer. Ja? Hä? Wo kam das jetzt her? Sie sollte einfach nur Mucho grüßen. Wenn ihr wollt, dass wir auf TikToks reagieren, markiert den Account Hamed Reaction. Hi, sorry. Was ist dein Lieblingssoftgetränk? Cola. Probier mal. Schmeckt gut. Was ist dein neues Lieblingssoftgetränk? Hi! Bro, es war einfach direkt ihr Lieblingsgetränk! Es war direkt ihr Lieblingsgetränk! Sie hat nicht mal eine Sekunde dieses Getränk im Mund gehabt! Es war einfach direkt ihr Lieblingsgetränk! Ich muss das probieren, dieses Bad B! Ich muss es probieren! Man sollte niemals Feuerwehrvideos rückwärts abspielen. Diese Feuerwehrleute in Amerika sind rassistisch. Oder ist das... das ist schon rückwärts abgespielt. Ja, ich glaube, sonst wäre das nicht so... Sonst wäre das mit trauriger Musik oder so. Hier ist Lachsmiley. Den schärfsten Chip essen, den es gibt auf der Welt. Oh! Warte mal. Müssen wir den Chip jetzt eigentlich essen? Ich habe gesagt, bei 20.000 Likes auf das Video. Okay, gucken wir. Welches Video war das? Dieses hier. Du hast keine Coins auf deinem Account. Das kann nicht ernst gemeint sein, Chat. Das kann nicht ernst gemeint sein. Ein Mann, ein Wort. Ja! Ich werde ihn aber nicht jetzt essen. Digga! Ich hätte mir vorstellen können, dass wir 20.000 Likes knacken, aber nicht nach 8 Tagen. Wenn du mir jetzt 5 Euro gibst, dann versuche ich jetzt hier ein Rückwärtssalto. Wieso soll ich dir 5 Euro geben? Bruder, ich kann kein Rückwärtssalto. Das wäre mein erster. Kann sein, dass ich auf Fresse fliege. Okay, für mich kommt's nicht. Ja, okay. Gib mal 5 Euro. Bist du bereit? Ja, mach mal. Bruder, ich hab's versucht. Aber ich kann kein Rückwärtssalto. Wie versucht? Du hast nicht mal irgendwas gemacht? Oder ich hab's versucht, Bruder. Junge, gib mir die 5 Euro. Wir haben einen rechtlichen Deal, das ist versteckte Kamera, alles auf Band. Wir haben alles mündlich. Wir haben alles mündlich. Dann was für Rückwärtssalto. Nein. Hä? Das ist ja voll die gute Methode, um Geld zu machen. Das war voll schlau, er hat 5 Euro gemacht. Dann bist du mehr Messi oder Ronaldo, komm. Nein! Ich würde dein Herz brechen, glaube ich. Nein! Soll ich die Aufnahme stoppen, Alter? Ade, Emi, bitte. Leute, wir machen doch, Karim macht sein eigenes Squad, ich bin da nicht dabei. Messi oder was? Also, Messi für mich, Aber, immer, oder? W ist für Karim in den Chat! Aber warum? W ist für Karim in den Chat, es ist Messi. Ronaldo hat 700. Tor gestern gemacht. Es ist Messi, Chat! Let's go! Let's go! Und deswegen liebe ich den und deswegen mag ich den. W Karim Ademi. Als ob bei Lil Tecker. Als ob, Chat. Wieder weg.
Digga. Oh, geil. Geil, geil, geil. Bitterwelt. Und da, und das ist eine starke Community von Elias. Und da sieht man auch so die, die positive Community von Elias. Die wird ja auch oft gehatet. Oh. Wow. Wow. Das will ich, dass er selber... Ich weiß, Chat. Ich be... Also, Bruder, mein, also wirklich, ich weiß doch, Niklas Willison. Wenn ich nicht mehr essen habe, werde ich verhungern. Also, da gibt es dafür keinen Weg dran vorbei. Aber ich bin sicher, wir haben unten noch mehr Essen. Ja. Und wieder Kinderpinguin. Wenn ich nicht mehr essen habe, werde ich verhungern. Fuck, fuck! Ich hab mein Greenscreen kaputt gemacht. Oh nee, es ist einfach nur falsch rum. Alles gut, es ist einfach nur falsch rum, Chat. Es ist einfach nur falsch rum. Das ist Hamed Lokyo. Nach dem letzten Spiel bekam er alle Weibern. Nicht wegen seiner Tore, sondern wegen seiner Schönheit. Guck doch Gegner. Links oder rechts? Ja, okay, übertreib doch nicht, Duran. Heilige Scheiße, Hamed liegt am Boden, dich retten. Und das bin ich! Ey, ich wurde gefoult? Links oder rechts? Ey! Doch nicht, du Huren! Heilige Scheiße, Hamed liegt am Boden. Ich repetiere, Hamed liegt am Boden. Junge, was übertreibst du? Das bin ich, das sogar mein Trikot! Wie soll ich jetzt V-Bucks kaufen? Was übertreibt er, Digga? Yo! Hat er noch mehr von den Videos? Weil er meinte nach dem letzten Spiel. Das ist eine Geschichte? Das ist eine Geschichte, Chat! Das ist Hamed Lokyo. Er ist professioneller Fußballer und sein Traum ist ein Neapel oder Fenerbahce. Ja, ist es! Oh, Scheiße, knapp! Was war das für ein Kackschuss? Steh einfach hinter diesen fetten Hurensohn. Er wird eh nichts bemerken. Let's go! Vatos Locos Kanal! Vatos Locos! Ey, oh, fuck. Schon wieder so eine Scheiße, Junge. Ich stehe einfach wieder hinter diesen fetten Hurensohn. Hahaha, wie kann man so scheiße sein? Kommt alle, ihr fetten Bastarde. Warum beleidigt ihr die ganze Zeit alle? So bin ich doch gar nicht! Okay, Jungs, übertreibt nicht, Jungs, ich krieg keine scheiß Loch. Ihr fetten Bastarde. Oh, es gab wirklich mal so eine Aktion. Es war ein Turnier und... Okay, das hat jetzt nichts mit der Geschichte zu tun, aber... Ich war Kapitän der Mannschaft. Also, ist jetzt nicht wichtig für die Geschichte, aber ich war damals Kapitän in der Mannschaft, so. Dann hatten wir Elfmeterschießen bei einem Turnier in irgendeinem Dorf. War immer cool, sehr, sehr cool damals, diese ganzen Turniere als Kind und in der Jugend mit der Mannschaft. Mit Waffelessen und so weiter, Kakao, Schnitzelbrötchen. War immer super, super, super. Und dann waren wir im Halbfinale und es gab Elfmeterschießen. Und den letzten Elfmeter, entscheidenden, habe ich geschossen. Und ich habe ihn getroffen. Aber die Geschichte endet sehr, sehr traurig. Wir sind zum Jubel, alle sind hinter mir her. Alle sind auf mich gesprungen und ich hatte Angst, dass ich sterbe. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Alle waren auf mir drauf, alle. Und ich habe so um mich herum getreten und ich höre nur, wie die anderen jubeln und ich war kurz vorm Sterben. Ich war am Sterben und das hat meine Freunde nicht gejuckt, beziehungsweise die haben es nicht gemerkt. Das war einer der schlimmsten Gefühle, die ich je in meinem Leben hatte. Und danach sind wir aufgestanden, ich hatte Tränen in den Augen, aber als ich wieder Luft bekommen habe, habe ich so getan, als wenn nichts gewesen wäre. Einfach, weil ich, ja... Als ob ich danach noch weine, dann ist es schon eh zu spät gewesen. Und dann hat einer meiner Kollegen gefragt, wer ihm in die Fresse getreten hat, als wir alle ineinander waren. Die Wahrscheinlichkeit ist da, dass ich ihm in die Fresse getreten habe, aber nicht unbedingt. Es hätte auch wer anders sein können, der auch keine Luft bekommen hat. Wir wissen es nicht. Ob ich in Bayern wechseln würde. Ich würde lieber auf sie scheißen. Das ist hart. Nein, wir haben ein Angebot von Bayern bekommen? Bastard, mein Trainer fragt, ob ich... Mein Trainer fragt, ob ich nach Bayern wechseln würde. Bayern wechseln würde. Ich würde lieber auf sie scheißen. Das ist hart. Wir haben auf sie geschissen! Als Bayern! Kack auf Bayern! FC Bayern München, Stern des Arschlochs. Wir werden immer vor dir stehen, nicht hinter dir. Das ist Hamed Lokyo. Er wird jetzt gehatet, weil er Bayern beleidigt hat. Ihm juckt es eh nicht. Juckt mich eh nicht! Juckt mich ehrlich nicht! Die Scheiße, er dribbelt wie Maradona und Messi in einem Mensch. Wo sind jetzt die Scheißhater? Wo sind sie? Die Scheißhurensohn, du kannst nicht schießen. Wow! Wow! Was war das für ein Tor? Wow! Seine Freundin guckt zu, er muss sie beeindrucken, sonst macht diese Nutte Schluss.
guckte nur die Komm hier und lutsch mein Schwack. Ach du fettes Opfer, denkst du... Okay, das hätte ich nicht über meine Ex gesagt. Das hätte ich nicht über meine Ex gesagt. Erst niemals deine Bastard. Ich krieg Rot! Du wirst mit deiner Mutter schlafen. Das ist Hamed Lokio. Okay, wie geht die Geschichte weiter? Das ist Hamed Lokio. Er spielt heute sein erstes Pokalspiel. Wie hat das 15.000 Likes bekommen, Chat? Ein Teil von der Geschichte. Wie hat das 15.000 Likes bekommen? Guckt, ob er im Kader ist. Zu ihr ist im Kader. Das Spiel geht jetzt los. Die erste Hälfte war so scheiße, dass seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat. Hat er gesagt, dass meine Freundin Schluss gemacht hat, weil ich schlecht Fußball gespielt habe? Scheiß auf die Geschichte. Bro, hör auf, warum sehe ich so viele Messi-Clips in letzter Zeit, wo er so seltsam ist? Ich verstehe das nicht. War er das? Hat er das gesungen? War er das? Seine Stimme ist aber wirklich schön. Seine Stimme ist wirklich schön. Er hat eine gute Stimme, muss man sagen. Ich wusste es. Ich wusste gar, wie ihr schwul. Bro, mein Respekt. Für sein Outing. Mein Respekt. Man erkennt es manchmal, finde ich. Manchmal erkennt man es. So vom Verhalten, so Bewegung und so. Manchmal erkennt man es. Oder ist das eine Frau? Oh, das ist eine Frau. Aber darf man das auf dem Spielfeld? Was ist das hier schon wieder? Galatasaray, was will ich mit Galatasaray, Mann? Galatasaray ist Müll. Galatasaray ist Müll. Es gibt nur eine türkische Mannschaft. Und das ist Fenerbahce. I'm gonna magic tricking you. I'm gonna. Mädchen, es ist nur ein Junge, das schaffen wir. Oh, okay, der junge Gegner kommt jetzt. Wer ist es, Chat? Iron Man? Ist es Iron Man? Ich bin es! Ich bin der Gegner, Chat! Oh. Wenn ich könnte, würde ich gegen all diese Frauen kämpfen, Chat, wenn ihr versteht, wie ich meine. Gegen jede einzelne, vor allem. Chat, es gibt sehr viele weibliche Schauspielerinnen, aber das hier ist die schönste. Sie sieht so gut aus, Chat. Sie sieht so gut aus. POV, your friends are watching. Your parents are watching. Your old brother is watching. Real Madrid, Ronaldo. Your crush is watching. Chat, ich war heute beim Fußballplatz und ich glaube, ich habe noch nie so viele Zuschauer gesehen, ne? Das ist am Fußballplatz erkennen mich meistens die Jungs, weil halt Fußball-Content. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe bisschen zugeguckt, Chat. Haben sich alle so viel Mühe gegeben. Haben sich alle so viel Mühe gegeben auf einmal. Das war so süß, ne? Wie die Jungs auf einmal viel, viel krasser gespielt haben. Beim Aufwärmen. Beim Aufwärmen. Fenerbahce! Gözlerini uykula girmeden. Gözünü yatır beni, yüdüsleri götür beni. Götür beni, götür düslüre.